Tief durchatmen bei den Falken-Fans. McLellan, faul, Tiefensee. Ja, da liegt der McLellan ein bisschen blöd im Weg. Abpfeifen, ja. Volkmann erkundigt sich direkt. Muss aber trotzdem auf die Strafbank natürlich. Schauen wir hier nochmal drauf. Oder fährt dann ein bisschen zusammen. Videobeweis, das heißt, es wird eine große Strafe gecheckt. Strafzeit gegen die Falken, gegen unseren Spieler mit der Nummer 75, Luke Volkmann. Die Schiedsrichter überprüfen auf eine mögliche große Strafe. Haben wir das nochmal im Replay? Genau, gucken wir nochmal drauf. So, jetzt gucken wir mal in die Mitte. Da kommt McLellan an. Volkmann rauscht rein. Schulter geht hoch. Also jetzt hier treffen sie sich. Schulter geht hoch. Füße sind meiner Meinung nach auf dem Eis. Also das ist eine ganz schwere Entscheidung. Aber, dass man hier, das ist ja das, was die Schiedsrichter machen, sie haben Wahrnehmung auf dem Eis, große Strafe, und überprüfen ihre Wahrnehmung jetzt nochmal übers Video. Also vom ersten Instinkt hier, dass man hier eine große Strafe wahrnimmt, kann ich verstehen. Ja. Und wie du sagst, man muss es jetzt einfach prüfen. Weil er kommt da angerauscht, nimmt dann zwar auch noch seinen eigenen Spieler mit am Ende, ja, also, aber ist eben die Frage, in die Aktion primär gegen den Puck oder gegen den Spieler. Oh, und Dirk hat seine rote DEL-Regelmappe ausgepackt. Ja, wir müssen mal nachher drauf gucken. So, da sehen wir jetzt gerade nochmal die Live-Scores übrigens. Ja, ihr guckt ja drauf. Die einzige 2+2er, die Schiedsrichter überprüfen dürfen über das Video, ist die ist der hohe Stock mit Verletzungsfolge. Das sehe ich für mein Wahrnehmen hier jetzt nicht. Das heißt, es wird irgendwas anderes gecheckt. Und dann gibt es, je nachdem, was gecheckt wird, die Möglichkeiten zwischen Minor, Double Minor, die wir nicht prüfen dürfen, 5 plus Spieldauer, Match. Also, bin mal gespannt. Tendenziell würde ich jetzt sagen, sie prüfen eine 5er. Matchstrafe, Scheck gegen den Kopf. Wenn ich das Schiedsrichterzeichen richtig interpretiere. Die Schiedsrichter entscheiden nach Überprüfung per Videobeweis auf eine Matchstrafe gegen Schecks gegen Kopf und Nacken. So, und bei dem Scheck gegen Kopf und Nacken haben die Schiedsrichter genau zwei Möglichkeiten, eine Strafe zu geben. Die erste Möglichkeit, jetzt muss ich das nochmal finden, das war die Nummer 48. So, die erste Möglichkeit ist eine 2-Minuten-Strafe oder eine Matchstrafe. Was anderes gibt es nicht. Nur das oder das. Und Elias wird die Strafe absitzen. Moritz Elias. Also vom Bauchgefühl her, von dem, was wir im Replay gesehen haben, nachvollziehbare Entscheidung der Schiedsrichter.